Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht es um Snapchat, ein Dienst, der es erlaubt, Kurznachrichten, Videos, Fotos zu posten. Aber diese bleiben nicht lange online, sondern verschwinden wieder. Bis vor kurzem waren das noch 48 Stunden, jetzt sind es eher 4 Tage. Aber danach sind die Nachrichten weg. Das heißt, Snapchat ist eigentlich nur dann interessant, wenn gerade irgendwas passiert, weil ich die Inhalte dort dann halt nur für eine kurze Zeit sehen kann. Vieles ist auch privat, von daher ist es auch gar nicht so einfach, im Snapchat was zu finden. Da muss man dann schon viele Freunde haben. Wenn ich wissen will, ob ein gewisser User-Account existiert, kann ich die URL www.snapchat.com eingeben, dann hier slash add slash und dann gebe ich hier den Usernamen ein. Und wenn ich diesen eingegeben habe, dann bekomme ich hier eben so ein kleines Bildchen, wo eben drunter steht, okay, diesen Usernamen gibt's. Seit kurzem kann man auch den Usernamen einmal im Jahr ändern. Wenn ich jetzt einen alten Usernamen hätte, könnte ich hier diesen alten trotzdem eingeben und dann würde mir hier jetzt der neue Username angezeigt werden. So kann ich jemanden auch wiederfinden. Und wenn es den Account nicht gibt, dann kommt einfach eine Fehlermeldung. Aber es gibt doch ein paar Möglichkeiten, wie ich mit dem Browser Informationen über Snapchat finden kann. Zum Beispiel gibt es diese Snapchat Map. Die findet man unter map.snapchat.com. Und da sieht man schon, wo eben Snapchat stark genutzt wird und wo nicht. Wir sehen hier in Saudi-Arabien, da leuchtet alles rot, während ja, das ist alles so leicht bläulich. Ich habe jetzt mal Stuttgart rausgesucht. Na, man sieht schon, in Deutschland ist es nicht ganz so viel, aber es kann halt trotzdem interessant sein, wenn irgendwo was passiert ist, dass man dann hier sich eben die mal hinklickt. Mal gucken, ob es da Inhalte gibt. Irgendwo muss ja was sein. Und hier finden wir schon was. Ist gleich wieder weg. Schwierig zu sichern. Da gibt es einen kleinen Trick hier über die weiteren Werkzeuge. Und dann Werkzeuge für Webentwickler. So, wenn das gleich aufgegangen ist, klickt man hier auf Netzwerkanalyse. Und dann hier auf Medien. Und wenn ich jetzt hier nochmal klicke, dann erscheinen hier auf einmal Medien. Und halt, ich bin auf alles. Ich wollte doch auf Medien. So. Und dann habe ich hier ein Media.mp4 eben. Und da kann ich mit Rechtsklick in neuem Tab öffnen. Mir dieses Video jetzt anschauen und jetzt geht es auch nicht mehr weg und über einen Rechtsklick kriege ich dann auch die Möglichkeit, das Video zu speichern. So. Wenn ich mehrere Orte im Blick haben möchte, dann gibt es ein cooles Tool von OSINT Combine. Da kann ich dann hier mehrere Snapchat Map Fenster offen haben, kann sie auch noch mal wieder groß ziehen. Also das ist schon mal auch ganz nett. Wenn ich User suchen möchte, nutze ich am besten wieder Google. Ich habe jetzt zum Beispiel hier nach Spiegel gesucht und dann finde ich hier Stories, die der Spiegel eben auf Snapchat veröffentlicht hat. Und auch hier kann ich mir dann praktisch diese Stories anschauen. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, die Entwicklerwerkzeuge zu aktivieren. Netzwerkanalyse, Medien. Das ist ja wieder auf alles, ich will aber auf Medien. So. Und dann habe ich jetzt hier eben dieses Video und auch hier wieder Rechtsklick speichern unter. So kann ich praktisch diese Inhalte dann auch dauerhaft sichern, weil sie sind
weg. Also Snapchat hält nichts lange vor. Snapchat ist eigentlich immer nur dann interessant, wenn man jetzt in einem konkreten Fall sich etwas angucken möchte. Aber nichts, wo ich jetzt über Wochen oder Monate hinweg zurück recherchieren könnte. Okay, ich hoffe, ihr fandet es hilfreich. Macht's gut. Ciao, ciao.